EM-Renten wegen psychischer Erkrankungen im Jahr 2020 weiter angestiegen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Rund 42% aller Erwerbsminderungsrenten, die im Jahr 2020 bewilligt wurden, haben als Ursache eine psychische Erkrankung. Entgegen dem Frohlocken einiger Online-Portale, diese 42% haben sich ja im Gegensatz zu 2019 nicht verändert, kann ich nur sagen, keine Entwarnung. In der Realität ist es so, dass die EM-Renten wegen psychischer Erkrankung im Vergleich zu 2019 wieder angestiegen sind. Und zwar habe ich mir mal die Statistiken der deutschen Rentenversicherung angeschaut und habe dann Folgendes festgestellt, dass im Jahr 2019 rund 161.000 Versicherte eine EM-Rente erhalten haben. Davon waren rund 41,2%, knapp 67.000 Menschen haben da eine EM-Rente wegen psychischer Erkrankung erhalten im Jahr 2019. Im Jahr 2020 haben 175.000 Versicherte eine EM-Rente auf Antrag erhalten, also schon fast 14.000 mehr als im Jahr 2019. Und von diesen 175.000 Menschen haben wiederum ca. 42%, also hier 72.990 Versicherte, eine Erwerbsminderungsrente aufgrund psychischer Erkrankung erhalten. Also zu behaupten, dass hier irgendwas gleich geblieben ist, das möchte ich damit widerlegen. Und in der Statistik werden die Erwerbsminderungsrenten wegen psychischer Erkrankungen wie folgt erfasst. Und zwar haben wir einmal die Renten wegen psychischer Erkrankung ohne Sucht. Dann haben wir die EM-Renten mit psychischer Erkrankung und Verhaltensstörung wegen Alkoholmissbrauch und die psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen durch Medikamenten- oder Drogenmissbrauch. Das heißt also, diese drei Kategorien werden hier zusammengefasst und ergeben dann die totale Zahl von 72.990 Versicherte, die im Jahr 2020 eine Erwerbsminderungsrente wegen psychischer Erkrankung erhalten haben. Ich finde eine erschreckend hohe Zahl. Die psychischen Erkrankungen sind weiterhin auf dem Vormarsch. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.